Und dieses Video soll euch mal zeigen, wie man die Internetgeschwindigkeit berechnet, also berechnen lässt und wie lange man zum Beispiel die Upload-Dauer berechnen kann einer Datei. Dadurch geht man erstmal auf die Seite wiesmalip.de/vitest. Den Link werde ich natürlich so machen. Dann muss man hier oben den Land, das Land eingeben. Hier DSL-Kabel, Mobil oder SEL, die Verbindungsart, hier den Anbieter, hier die Geschwindigkeit und hier optional Postleitzahl und Vorwahl. Und dann kann man hier den Speedtest starten. Und der Vorteil ist bei der Variante ist, man kann dann direkt auch die Werte berechnen lassen bei Up- und Download. So, jetzt hat er hier einen Download-Wert von 10.642 Kilobit pro Sekunde rausbekommen. Jetzt ist er am Uploaden. Das geht eigentlich relativ schnell, wenn man das normal hat. Und jetzt wird auch der Upload-Wert angegeben. Der liegt bei 597 bei uns. Aber der Wert lag auch schon mal über 700. Also leicht schwankende Ergebnisse hier. Hier steht Ihr Ergebnis Download-Geschwindigkeit und Upload-Geschwindigkeit. Letzte Messungen sieht man alles relativ ähnliche Ergebnisse. Download-Geschwindigkeit, durchschnittliche. Hier stehen die ganzen Ergebnisse im Gesamtvergleich. Und hier auch Ergebnisse im Vergleich zu allen Messungen, alle Messungen EW im Umkreis, also ganz Deutschland, hier Downloadgeschwindigkeit, hier die Uploadgeschwindigkeit, das mit Übertragungsdauer. Und gucken wir mal, ob das Video schon fertig ist. Ah, es ist gleich fertig sowieso. Ich habe da jetzt gerade ein Video, was ich gemacht habe. Und das werde ich erstmal dann so sagen, dass das Video konvertiert wird noch. Aber erstmal sage ich mal, ein durchschnittlicher Let's Play Part von mir hat so um die 56 Megabyte. Dauert aber nicht 2 Stunden. Ja, das dauert ja ungefähr die 2 Stunden. Es ist jetzt Upload wert. Und jetzt ist gerade ein Video fertig konvertiert. Die steht 1,46 Gigabyte. Das sind ungefähr 1500 Megabyte. Das dauert hier 5 Stunden und 36 Minuten, das hochzuladen. Dann testet man da auch aus, ob das auf YouTube wirklich so ist. Das Video wird hier mal das Video hochladen. Und zwar, das Video ist ja 1,46 GB groß. Das nenne ich mal auch noch kurz um und dann muss ich mal gucken. 5 Stunden und 36 Minuten. Das sind 336 Minuten. Ja, das ist. War natürlich ein bisschen unterdurchschnittlich, deswegen ist der Wert jetzt ein bisschen niedriger. Aber er dürfte meistens so ungefähr hinhauen. Er steigt noch ein bisschen an. Aber jetzt, der Wert wird relativ genau berechnet anscheinend. Das wären jetzt hier 5 Stunden 20 Minuten. Der Wert muss sich noch ein bisschen stabilisieren. Da warte ich noch mal eine Minute mit. Ja, jetzt stabilisiert der Wert sich so langsam. Jetzt gehen wir so ein paar Minuten runter. Sag mal, der Wert hat sich jetzt bei 300, etwas über 300 Minuten stabilisiert. Dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Dann gebt dafür einen Daumen nach oben, wenn das euch gefallen hat. Einen Teilen werde ich endlich bekannter, dann stehen meine
weil ich ja mehr Abonnenten haben will, teilen, das macht mich bekannter, und abonnieren, dann seht ihr natürlich meine neuesten Videos, die meistens mit Minecraft zu tun haben. Und hier steht ja 336 Minuten, ist ja jetzt ein bisschen weniger, weil der Upload-Wert ein bisschen niedriger lag, als er jetzt ist. Der ist ja jetzt ein bisschen höher, deswegen sind das ein paar Minuten weniger. Aber so richtig hundertprozentig stabilisiert er sich auch gerade nicht. Dann werde ich das jetzt hier laufen lassen. Und das war's schon mit dem Video. Bis dann und ciao. Aufnahme.